Hello, we are on the way to history. Vom schönen Rheintal und die angrenzenden Landschaften. Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein, Kultur und History, seit dem 16. Jahrhundert bestehende Befestigungsanlage, heute eine Seilbahn zum Befestigungsplateau, später unter preußischem Besitz. Ein barocker Vorgängerbau ging zurück auf eine Burg um das Jahr 1000, 1801 von den Franzosen gesprengt. Die Zitadelle wurde dann neu errichtet. Festung Ehrenbreitstein war hauptsächlich eine militärische Befestigungsanlage. Sie liegt auf einem Berg gegenüber der Moselmündung bei Koblenz. Die seit dem 16. Jahrhundert bestehende Anlage war ursprünglich im kurtrierischen, später im preußischen Besitz. Der Vorgängerbau war barock und ging auf eine Burg um das Jahr 1000 zurück. Ehrenbreitstein war zeitweilig Residenz der Kurfürsten von Trier. Im Jahre 1801 wurde die Festung von französischen Revolutionstruppen eingenommen. Die Festung wurde von der preußischen Armee bis 1918 militärisch genutzt. Sie diente zur Sicherung des Mittelrheintals und der gesamten Verkehrsinfrastruktur. Ehrenbreitstein ist auch ein Haftort der preußischen Zeit gewesen. Heute enthält die Festung Verwaltungsgebäude, das Landesmuseum Koblenz und eine Jugendherberge. 2011 war die Festungsanlage Teilgebiet der Bundesgartenschau. Eine Seilbahn verbindet die Festung mit der Stadt Koblenz im Tal. Insgesamt gesehen ist Ehrenbreitstein eine der beeindruckendsten und größten Festungen des 19. Jahrhunderts. Von den Erzbischöfen ab dem 12. Jahrhundert baulich erweitert und dann ab dem 16. Jahrhundert zu einer bereits gewaltigen Festung ausgebaut. Später kamen dann noch barocke Bauten hinzu. Einen historischen Einschnitt brachte die Besetzung durch die Franzosen ab 1797. Die Bauten wurden gesprengt. 1815 kam die Rheinprovinz nach Preußen und ab 1816 wurde Ehrenbreitstein als Zweckbau und Festung neu errichtet.
Während die Festungsarchitektur zur Angriffsseite hin nach militärischen Gesichtspunkten konzipiert wurde, sind die Hoffassaden im klassizistischen Formen gestaltet.